So, moin moin, hier zurück bei Destiny, jetzt wieder Banshee, Waffentag. Er ist gerade gelandet. Ja, direkt hin, schauen, was er hat. Hoffentlich was Schönes und viele Feldtestwaffen zum Leveln. Beim ersten Mal war es inkommen. So, gehen wir direkt rein. Bin schon zur Stelle. Alles klar, gut. Ja, gehen wir erstmal die Feldtestwaffen durch. Da haben wir einmal hier die Hackettest A Automatgewehr. Gegen Gefallene einsetzen, egal ob Präzisionstreffer oder nicht. Das ist schon mal gut. Dann Omenon-Test FR1 gegen Vex-Minotauren einsetzen. Auch sehr gut, einfach zur Zitadelle auf der Venus und da loslegen. Dann hier die Omenon-Test HC1 gegen Vex auch einsetzen, egal ob Präzisionstreffer oder nicht. Also auch gleichzeitig die beiden erledigen in der Zitadelle. Eigentlich ziemlich gut. Dann hier noch die Soros TSP 10. Hier steht zwar bereits getestet, ist aber ein Bug. Gegen Schadziele einsetzen, kann man ja sicher aussuchen, wohin geht. Auch egal ob Präzision oder nicht, auch schon mal gut. Und sogar letztes hier in die Hackettest A, auch gegen Schadziele einsetzen. Auch sogar kein Doppelkills, auch schon mal gut. Also dementsprechend, also zweimal gegen Vex einsetzen, einmal gegen Gefallene und zweimal gegen Schar einsetzen. Also Vex zur Zitadelle. Gefallene und Schar könnte man eventuell im Kosmodrom machen und sonst geht man halt ins dunkle Jenseits, da geht es ziemlich schnell und ziemlich fix. Ja, dann kommen wir hier zu den Schmiedeaufträgen. Da haben wir als erstes hier die Omlon Tuonela SR4, ein Scout-Gewehr. Dann als zweites Omlon Kumakatok HC4, eine Handfeuerwaffe. Als drittes hier Soros PDX 41 Impulsgewehr. Als viertes Soros PDX 45 Impulsgewehr nochmal wieder. Und zuletzt hier Omlon Irene AR4, Scharfschützengewehr. Ja, welche Waffen von denen gut ist oder nicht und welche mitnehmen solltet als Schmiedeauftrag. Das könnt ihr in der Beschreibung lesen, weil Link kommt dann, sobald er da ist, zu meinem MMO. Und dann, ja, wie gesagt, bei Fragen, Kommentare bitte schreiben und sonst guckt immer in die Beschreibung, weil da gibt es einen guten Link zu meinem MMO. Ja, das war's, mir wollte ich gar nicht zeigen, gar nicht sagen. Ich werde mir jetzt die ganzen Testwaffen holen und direkt mal eben Level Up kriegen hier. Rang 24 werde ich dann. Alles klar, läuft. Ja, danke fürs Zuhören, Zuschauen. Bis denn.